Im Herbst 2009 beginnt Lauren Spearer ihr Studium an der Universität von Indiana. Ihre Eltern Rob und Charlene sowie ihre ältere Schwester Rebecca haben den Eindruck, dass ihre Tochter in der Studentenstadt Bloomington ein ideales neues Zuhause gefunden hat. Hier könnte Lauren ihr Studium im Bereich Merchandising absolvieren, neue Freunde finden und das Leben als junge Erwachsene kennenlernen. Der jungen Studentin ist ihr Ehrenamt besonders wichtig. Auch diesbezüglich gibt es in ihrer neuen Heimat gute Möglichkeiten. Sie engagiert sich in ihrer jüdischen Gemeinde, verbringt außerdem Zeit mit Freunden und lernt für bevorstehende Klausuren. Sie liebt Musik aus den 60er und 70er Jahren, spielt leidenschaftlich gern Fußball und Lacrosse und interessiert sich für Mode. Auch Laurens Partner Jesse, den sie noch aus Highschool-Zeiten kennt, studiert an der Indiana University. Eigentlich also die perfekten Voraussetzungen für eine unbeschwerte Studienzeit. Doch Bloomington hat auch eine andere Seite. Eine florierende Partyszene, in der Alkohol und Drogenmissbrauch keine Seltenheit sind. 2010 wird Lauren sogar kurzzeitig festgenommen, da sie unter Drogeneinfluss unterwegs war. Dennoch können Rob und Charlene nicht ahnen, welches Schicksal ihre Familie in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni 2011 ereilen wird. Denn die 20-jährige Lauren wird wieder einmal feiern gehen. Es soll ein entspannter Abend unter Freunden werden. Doch nach dieser Partynacht wird Lauren nicht nach Hause zurückkehren. Stattdessen taucht ihr Fall 2019 in der Top 5 der mysteriösesten Verschwinden aller Zeitenliste des Time Magazines auf. Bis heute fragen sich nicht nur ihre Eltern, sondern die gesamte USA. Was ist mit Lauren Spearer passiert? Ich wurde von Sky Deutschland und Österreich zur Premiere der 3. Staffel der Sky Original Serie Der Pass eingeladen und war sogar auf einem roten Teppich. Auf dem gleichen roten Teppich, auf dem auch die Schauspieler der Serie gelaufen sind. Absolut verrückt und aufregend, aber eine einmalige Erfahrung. Danach wurden die ersten 2 Folgen der neuen Staffel gezeigt, die es jetzt nur auf Sky gibt. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so eine Qualität über 3 Staffeln halten kann. Der Pass ist für mich echt das deutsch-österreichische True Detective. Düster, brutal, atmosphärisch und mit einer interessanten Story, die es wirklich in sich hat. Neben der Story sind es aber gerade die 2 Protagonisten, die der Geschichte Leben einhauchen. Julia Jentsch als deutsche Ermittlerin, die extrem korrekt und nett ist, und Nikolaus Ovtcharek als österreichischer Inspektor, der das genaue Gegenteil ist. Ein rauer Mann, dessen äußeres Erscheinungsbild seine düstere Vergangenheit erahnen lässt. In den ersten beiden Staffeln müssen diese unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenarbeiten, weil eine Leiche oben auf dem Pass auf dem Grenzstein gefunden wird. Und dabei stoßen sie oftmals an ihre Grenzen. Julia Jentsch an ihre moralischen und Nikolaus Ovtcharek an seine nervlichen. Am Ende der 2. Staffel trennen sich ihre Wege. Und das nicht im Guten. In der neuen Staffel, die es ab jetzt nur auf Sky gibt, müssen die beiden ein letztes Mal zusammenarbeiten, weil es rätselhafte Mordfälle auf beiden Seiten der Grenze gibt. Während sie sich darum kümmern, kämpfen sie aber auch mit Geistern aus ihrer Vergangenheit, die sie besiegen müssen, um endlich eine finale Entscheidung zwischen Vergeltung und Vergebung treffen zu können. Und wie gesagt, die ersten 2 Folgen der finalen Staffel knüpfen von der Qualität genau da an, wo die letzte aufgehört hat. Aber überzeugt euch selbst und guckt euch Der Pass an. Klickt dafür einfach auf den Link in der Infobox und schaut euch nicht nur Der Pass an, sondern auch andere Sky Original Produktionen wie Das Boot oder Babylon Berlin, die ebenfalls neue Maßstäbe in Deutschland gesetzt haben. Danke nochmal an Sky und auch an euch. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und damit kommen wir zum heutigen Video. Die 20-jährige Lauren hat im Juni 2011 allen Grund zum Feiern. Sie hat ein weiteres Semester ihres Studiums erfolgreich hinter sich gebracht. Normalerweise würde sie nun über den Sommer nach Hause fahren, um ihre Familie zu besuchen. Doch stattdessen verbringt sie noch einige Zeit in Bloomington. Lauren möchte auf Jesse Wolf, ihren Freund, der gerade noch Sommerkurse belegt, warten. Die beiden sind seit 3 Jahren ein Paar und möchten gemeinsam zurück an die Ostküste fahren, sobald Jessys Kurse beendet sind. Also verbringt Lauren ein paar Tage mehr als geplant in Bloomington und vertreibt sich die Zeit mit ihren Freunden. So auch am Abend des 2. Juni 2011. Ein paar Freunde sind zu Besuch bei Lauren. Die jungen Erwachsenen trinken gemeinsam Wein und sehen sich ein Basketballspiel an. Laurens Freund Jesse ist nicht dabei. Er verbringt den Abend mit Mitgliedern seiner Studentenverbindung bei sich zu Hause. Die beiden schicken sich gegenseitig SMS. Lauren schreibt, dass sie nach dem Basketballspiel schlafen gehen werde. Doch das wird sie nicht machen. Stattdessen erhält Lauren ebenfalls via SMS eine Einladung zu einer Party.
Ein Freund von ihr, den sie vor einigen Jahren in einem Sommercamp kennengelernt hat, wohnt nur 2 Häuserblocks entfernt. Sein Name ist Jason Rosenbaum. Er wird von allen nur Jay genannt und studiert ebenfalls an der Indiana University. Die Großeltern von Jay und Lauren wohnten zudem jahrelang nur wenige Häuser voneinander entfernt. Gegen 12:30 in der Nacht verlässt Lauren ihr Wohngebäude, die Smallwood Plaza, gemeinsam mit einem weiteren Freund namens David Ron, der im gleichen Haus wohnt. Inzwischen ist es der 3. Juni 2011 und die Stunde von Laurens Verschwinden rückt immer näher. Lauren und David gehen gemeinsam zu Jays Wohnung. Neben den dreien sind auch 2 Nachbarn von Jay dort. Corey Rossman und Mike Beth, die 2 Türen von ihm entfernt wohnen. Lauren kennt die beiden. Sie hatten sich schon eine Woche zuvor während des Indianapolis 500, eines Autorennens, kennengelernt. Die Gruppe verbringt etwa eine Stunde in der Wohnung, bis Corey und Lauren noch weiterziehen. Die beiden besuchen die Kilroy Sports Bar. Obwohl Lauren zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt ist und nach US-amerikanischem Gesetz noch keinen Alkohol konsumieren darf, wird sie hereingelassen. Aufnahmen von Überwachungskameras belegen, dass die beiden 41 Minuten in der Bar verbringen. Die Location ist wie eine Art Strandbar angelegt. Dementsprechend ist der Außenbereich mit Sand aufgeschüttet. Danach wird gesehen, wie Corey und Lauren die Bar gemeinsam wieder verlassen. Jedoch lässt Lauren dort nicht nur ihr Handy, sondern auch ihre Schuhe, die sie im Außenbereich ausgezogen hat, liegen. Ein Indikator dafür, wie alkoholisiert Lauren zu diesem Zeitpunkt gewesen sein muss. Die beiden machen sich auf den Weg zu Laurens Apartment. Dort treffen die beiden auf Zachary Oaks, der ebenfalls in der Smallwood Plaza lebt. Laut einiger Quellen soll er mit Laurens Partner Jesse befreundet sein. Es sei zu einer Auseinandersetzung zwischen Zachary und Corey gekommen, in deren Verlauf Zachary Corey zu Boden schlug. Bis heute ist nicht offiziell bekannt gegeben worden, wie dieser Streit zustande kam. Laut Laurens Eltern sollen Zachary und Freunde von ihm Corey aufgefordert haben, die sichtlich betrunkene Lauren in ihr Bett zu bringen. In einem Interview erklärt Rob Spira die Situation wie folgt. Wir haben gehört, dass Zach Oaks und 2 weitere Jungs Lauren und Corey beobachtet haben und dass Lauren in einem schlechten Zustand war und ihnen nicht gefallen hat, was sie da gesehen haben. Sie wollten, dass Corey Lauren in ihr Apartment bringt. Ich glaube, Corey wurde geschlagen, weil das, was sie da sahen, Laurens Zustand und Corys Verhalten ihnen Sorgen bereitete. Durch den Schlag platzt Corys Lippe auf. Später gibt er an, dass seine Erinnerungen ab diesem Zeitpunkt nur noch verschwommen seien. Doch nach dem Streit mit Zachary und seinen Freunden gehen die beiden nicht in Laurens Wohnung. Stattdessen verlassen Lauren und Corey den Wohnkomplex nach 12 Minuten wieder und machen sich auf den Weg zu Corys Wohnung. Weshalb die beiden nicht trotz der Auseinandersetzung mit Zachary in Laurens Apartment gegangen sind, ist bis heute nicht geklärt. Überwachungskameras filmen die beiden während ihres Weges abermals. An einem Punkt muss Corey Lauren sogar tragen, da sie zu betrunken zu sein scheint, um selbst gehen zu können. Auf dem Weg, den die beiden gegangen sind, werden später Laurens Schlüssel und ihre Tasche gefunden. Corey wohnt mit Michael, der zuvor auch schon bei Jays Party dabei war, zusammen. Michael muss noch eine Abgabe für die Uni fertig machen. Deswegen arbeitet er noch und ist wach, als Lauren und Corey in das Apartment kommen. Michael gibt an, den ebenfalls sehr stark betrunkenen Corey in dessen Bett gebracht zu haben. Er habe Lauren daraufhin angeboten, auf der Couch zu schlafen, um sich in ihrem Zustand nicht auf den Heimweg machen zu müssen. Doch sie habe abgelehnt. Deshalb habe er Lauren um etwa 3:30 den Flur hinunter zu Jays Apartment gebracht. Ursprünglich war Lauren in dieser Nacht ja auf Jays Einladung überhaupt erst zu der Gruppe dazugestoßen. Jay sagt aus, er habe daraufhin ebenfalls versucht, Lauren zu überreden, auf seiner Couch zu schlafen. In dieser Nacht hatte Jay noch 2 weitere Übernachtungsgäste von außerhalb. Lauren habe sein Angebot mutmaßlich deshalb ausgeschlagen. Schon zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass Lauren ihr Handy nicht mehr finden kann. Deshalb ruft sie von Jays Handy aus ihren Freund David, mit dem sie unter anderem am Abend das Basketballspiel geschaut hatte, und einen weiteren Kumpel an. Doch beide nehmen den Anruf nicht entgegen. Aber das ist auch nicht verwunderlich, denn zu diesem Zeitpunkt ist es bereits 4.15 Uhr. Jay gibt offen zu, dass er die letzte Person ist, die Lauren Spira gesehen hat. Er habe von seinem Balkon aus beobachtet, wie sie barfuß und ohne ihr Handy in die Nacht hinaus in Richtung ihrer Wohnung gelaufen sei. Er habe ihr noch hinterhergerufen, sie solle ihm eine SMS schicken, wenn sie ihr Handy finden würde.
Um etwa 4.30 Uhr am Morgen des 3. Juni 2011 ist er also die letzte Person, die Lawrence Bierer jemals gesehen haben wird. Eigentlich ist es für die 20-jährige Studentin ein Weg von nur 6 Minuten. Doch Lawrence Bierer wird nie in ihrem Apartment ankommen. Am nächsten Morgen schickt Jesse seiner Freundin Lauren eine SMS. Zwar erhält er auch prompt eine Antwort, jedoch nicht von Lauren, sondern von einem Angestellten der Kilroy Sports Bar, wo Lauren ihr Handy in der Nacht liegen gelassen hatte. Als im Laufe des Tages klar wird, dass Lauren nicht zu erreichen ist, wird die Polizei eingeschaltet. Am Abend des 3. Juni sitzen Rob und Charlene, Laurens Eltern, unterdessen beim gemeinsamen Abendessen, als das Telefon klingelt. Rob nimmt den Hörer ab. Und in diesem Moment verändert sich das gesamte Leben der Familie Spira. Der Familienvater sieht seine Frau an und erzählt ihr, welche Nachricht er gerade erhalten hat. Tja, Lauren wird vermisst. Am 5. Juni, zwei Tage nach dem Verschwinden ihrer Tochter, treffen Laurens Eltern in Bloomington ein. Sie hoffen, die Suche nach der vermissten 20-Jährigen vor Ort besser unterstützen zu können. Zeitgleich mit dem Eintreffen von Laurens Eltern wird auch der Twitter-Account News on Lawrence S. ins Leben gerufen. Und tatsächlich kann der Account dabei helfen, zahlreiche Medien auf die vermisste Studentin aufmerksam zu machen. Ab dem 7. Juni ist der Fall in den nationalen Medien vertreten. Jeden Tag gibt es eine neue Pressekonferenz des Police Departments und der Eltern von Lauren Spear. Doch nicht nur in den Medien, auch vor Ort in Bloomington geht die Suche nach Lauren weiter. Hunderte Freiwillige suchen die Stadt nach der Vermissten ab. Auch der Apartmentkomplex, in dem sie lebt, wird nach einem Durchsuchungsbefehl durchkämmt. Selbst im nahegelegenen Lake Monroe wird mit Tauchern nach Lauren gesucht. Während die Polizei zunächst eine Belohnung von 10.000 US-Dollar für hilfreiche Hinweise auslobt, erhöhen Laurens Eltern diesen Betrag sogar auf ganze 100.000 Dollar. Die Polizei gibt an, etwa 10 Personen von Interesse näher zu untersuchen. Außerdem veröffentlicht die Polizei Aufnahmen eines weißen Trucks, der zu der Zeit von Laurens Verschwinden in ihrer Gegend unterwegs gewesen ist, in der sie zuletzt gesehen wurde. Am 25. Juni 2011 findet die letzte groß angelegte Suchaktion statt. Doch leider bringt sie keinen Erfolg. Lauren Spearer bleibt verschwunden. Zwischenzeitlich durchsuchen Polizeibeamte auch ein Waldgebiet und eine Mülldeponie, wobei ganze 4.000 Tonnen Müll durchforstet werden. Trotz der immer weniger werdenden Anhaltspunkte verlassen Laurens Eltern Bloomington bis Mitte August nicht ein einziges Mal. Um immer vor Ort zu sein, sollte ihre Tochter doch wieder auftauchen. Im Dezember desselben Jahres, mehr als ein halbes Jahr nach Lauren Spearers Verschwinden, geben die beiden ein emotionales Statement ab. Sie glauben nicht, dass ihre Tochter noch am Leben ist. An dieser Stelle wollen wir uns einigen Theorien im Fall Lauren Spearer widmen. Ich habe auf Insolito schon eine Vielzahl rätselhafter vermissten Fälle behandelt, aber in kaum einem anderen gibt es so viele konkrete Ansätze wie in diesem. Wie immer gilt, die folgenden Überlegungen sind nur weit verbreitete Theorien, denen Ermittler oder Journalisten im Laufe der Jahre nachgegangen sind. Zwar gab es im vermissten Fall Lauren Spearer mehrere Personen von Interesse, allerdings nie konkrete Anschuldigungen oder gar rechtliche Schritte gegen eine Person. Einige Theorien, wie beispielsweise, dass eine in Indiana ansässige Bikergang etwas mit Laurens Tod zu tun haben könnte oder dass ein mutmaßlicher Sexualstraftäter aus Martinsville verdächtig sei, wurden über die Jahre bereits widerlegt. Die Wahrheit ist, dass wir nicht wissen, was mit der damals 20-jährigen Lauren geschehen ist und nur Überlegungen anstellen können. Ich bin wirklich gespannt, welche der nachfolgenden Theorien euch am schlüssigsten vorkommen wird. Wie in jedem Kriminalfall durchleuchten die Ermittler zunächst die Personen, mit denen Lauren ihre letzten Stunden verbracht hat. In Lauren Spearers Fall wären das insbesondere Corey Rossman, mit dem sie noch in die Bar weiterzog, aber auch Jay Rosenbaum und Michael Beth. Denn Lauren war ja mit Corey in das Wohngebäude, in dem er sowie die beiden anderen jungen Männer lebten, zurückgekehrt. Schon recht früh nach Laurens Verschwinden suchen die Personen, mit denen Lauren ihre letzten Stunden verbracht hat, sich einen rechtlichen Beistand. Jay, der Lauren zuletzt gesehen haben will, konsultiert sogar den Strafverteidiger, der zuvor den Boxstar Mike Tyson als Klienten hatte. Nicht nur das sorgt bei Laurens Eltern Rob und Charlene für Unmut.
Corey, der gemeinsam mit Lauren in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni in ihr Apartment gehen wollte, behauptet sich nach der Schlägerei im Hausflur an kaum etwas erinnern zu können. Laurens Vater Rob kauft ihm diese Behauptung jedoch nicht ab. Ich denke, das ist ein Fall von Selbstschutz, eine verständliche menschliche Sache. Ich bin mir in keinster Weise sicher, aber was ich weiß, ist, dass da absolut keine Kooperation war. Und er war die Person, die in Laurens letzten Stunden, als sie gesehen wurde, die meiste Zeit mit ihr verbracht hat. Es ist bekannt, dass Corey DNA-Proben entnommen und seine Wohnung sowie sein Auto durchsucht worden sind. Auch sein Mitbewohner Michael hat seine DNA abgegeben. Jay unterzieht sich als letzte Person, die Lauren gesehen hat, auch einem Lügendetektor-Test. Dieser Test wird von FBI-Beamten durchgeführt, jedoch nicht von der zuständigen ermittelnden Polizeistation. Im Juni 2013, 2 Jahre nach dem Verschwinden ihrer Tochter, reichen Laurens Eltern eine Zivilklage ein. Gegen ihre Freunde Corey, Jay und Michael. Sie werfen den 3 jungen Männern vor, in der Nacht von Laurens Verschwinden nachlässig gehandelt zu haben. Sie hätten Lauren Alkohol gegeben, obwohl sie bereits sichtlich betrunken gewesen sei. Außerdem hätten sie sich danach nicht darum gekümmert, dass Lauren sicher nach Hause zurückkommt, was schließlich zu ihrem Verschwinden geführt habe. Während die Zivilklage gegen Michael direkt abgewiesen wird, werden die Vorwürfe gegen Corey und Jay juristisch geprüft. Doch im Oktober 2014 wird entschieden, dass auch gegen die beiden nicht weiter gerichtlich vorgegangen werden wird. Auch Jesse, Laurens Freund, unterstützt die Suche nach der Vermissten zunächst. Doch nach einigen Tagen kommen seine Eltern und holen ihn ab. Laurens Vater kommt das merkwürdig vor. Andererseits müssen wir bedenken, dass es ja tatsächlich geplant war, dass Jesse den Sommer bei seinen Eltern an der Ostküste verbringt. Obgleich er die Reise dorthin eigentlich mit Lauren antreten wollte, die nur noch in Bloomington geblieben war, um auf ihn zu warten. Kann man Jesse wirklich verdächtigen, weil er irgendwann von seiner Familie abgeholt und in die Heimat gebracht wurde? Von Freunden des Paares wird Jesse als liebevoller Partner beschrieben, der Lauren niemals etwas antun würde. Es gibt auch keine Zeugen, die in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni irgendwo außerhalb seiner Wohnung gesehen haben. Dort hat er laut eigener Aussage die ganze Nacht verbracht. Er habe sich mit seiner Studentenverbindung die NBA Finals angesehen und sei dann gegen 2:30 in den Morgenstunden schlafen gegangen. Dies wurde auch von seinem Mitbewohner bestätigt. Aus der Öffentlichkeit hält Jesse sich zurück. Er kooperiert mit der Polizei, möchte aber nicht mit Journalisten über Laurens Verschwinden sprechen. Jessys Eltern lassen nach Laurens Verschwinden kein gutes Haar an ihr und ihrer Familie. In einem Interview, das kurz vor dem 2. Jahrestag von Laurens Verschwinden geführt wurde, sagt Jessys Mutter: „Das arme kleine Mädchen ist wegen ihres Drogenmissbrauchs heute nicht mehr bei uns." Insgesamt stellt sie die damalige Freundin ihres Sohnes in einem eher weniger guten Licht dar. Wenn Jesse in irgendeiner Sache schuldig ist, dann darin, dass er sich um Lauren, die ernsthafte Drogenprobleme hatte, gekümmert hat. Sie hat bis zur Ohnmacht konsumiert. Jesse hat immer damit gedroht, ihre Eltern anzurufen. Und sie hat dann gesagt: „Wenn du das machst, trenne ich mich von dir." Mein Sohn hat 2 Jahre auf sie aufgepasst, während sie im College war. Die eine Nacht, in der sie ohne ihn ausging und was sie da getan hat, hat sie leider ihr Leben gekostet. Weiter habe Jesse sich eines privaten Lügendetektortests unterzogen, der beweisen würde, dass er nichts mit Laurens Verschwinden zu tun habe. Gegenüber der Indiana State Police verweigert Jesse einen solchen Test jedoch, ebenso wie Jay, Corey und Michael. Jessys Eltern erklären dies im Falle ihres Sohnes damit, dass die Familie der Polizei nicht trauen würde. Das mag für uns sehr merkwürdig klingen. Nüchtern betrachtet gibt es aber neben der Tatsache, dass die jungen Männer sich kurz nach Laurens Verschwinden Hilfe von Anwälten geholt haben, keinen Grund für Verdächtigung. Der Fall Lawrence Spearer war schon nach wenigen Tagen einer der meistbesprochenen vermissten Fälle in der Geschichte der USA. Allein aufgrund des immensen Mediendrucks erscheint es plausibel, sich als mit Lauren in Verbindung stehende Person einen rechtlichen Beistand zu suchen. Dennoch bleibt die Theorie, Laurens Freunde seien an ihrem Verschwinden beteiligt, bis heute wohl die populärste. Neben einem weiteren Ansatz, der indirekt ebenfalls mit ihnen zusammenhängen könnte. Wie wir in den ersten beiden Kapiteln gehört haben, nahm Lauren hin und wieder Drogen. Nach ihrem Verschwinden findet die Polizei tatsächlich auch eine kleine Menge Kokain in ihrem Zimmer. Laut der Aussage von Jay soll sie an diesem Abend neben Alkohol und Kokain auch das Beruhigungsmittel Klonopin konsumiert haben. Das allein ist natürlich schon gefährlich. In Laurens Fall ist das Risiko jedoch noch signifikanter, denn die Frau leidet an einer Herzkrankheit namens Long QT Syndrome.
Um euch das Ganze ein wenig vereinfacht zu beschreiben, handelt es sich dabei um eine Störung des Herzmuskels, die potenziell lebensgefährlich sein kann. Die dadurch potenziell ausgelösten Herzrhythmusstörungen können zu Ohnmachtsfällen, Schwindel oder Herzstillstand führen. Dass dieses Risiko und der mutmaßliche Drogenkonsum, insbesondere in der Mischung aus dem pulsanregenden Kokain und dem als Tranquilizer wirkenden Klonopin, keine gute Kombination sind, dürfte uns allen klar sein. Selbst wenn man Lawrence Long QT Syndrome bei dieser Theorie nicht berücksichtigen wollte, wäre ihr Alkohol- oder Drogenkonsum besorgniserregend. Mit einer Körpergröße von rund 1,50 Meter und einem Gewicht von gerade einmal 43 Kilo ist Lauren durch ihre zierliche Statur mutmaßlich noch anfälliger für größere Mengen Alkohol oder anderen Substanzen. Laut Zeugenberichten soll Lauren aufgrund ihres Zustandes in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni mehrmals gestürzt sein. Einmal sei sie dabei auch mit dem Kopf auf Beton aufgeschlagen. Noch dazu war sie auf dem Weg zu Corys Apartment so betrunken, dass er sie ein gutes Stück der Strecke tragen musste. Schon bald häufen sich die Gerüchte, Lauren könnte in Gegenwart anderer zusammengebrochen sein und einen Herzstillstand erlitten haben. Andere Personen in ihrer Nähe könnten mutmaßlich Angst bekommen haben und sich dazu entschlossen haben, ihren Leichnam verschwinden zu lassen. Doch könnte eine versehentliche tödliche Überdosis wirklich Motiv genug für junge Studierende sein, eine Leiche verschwinden zu lassen? Immerhin gibt es immer wieder derart traurige Zwischenfälle und die meisten von uns würden intuitiv hoffentlich Hilfe holen. Viele halten es für ausgeschlossen, dass ein fatales Versehen Anlass genug für eine Vertuschung wäre. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni 2011 halten Überwachungskameras den weißen Truck fest, der in der Nacht durch die Straßen von Bloomington fährt, unweit des Gebiets, in dem Lauren verschwunden ist. Schon früh veröffentlicht die Polizei Fotos des Fahrzeugs und hält es für möglich, dass das Auto mit Laurens Verschwinden zusammenhängen könnte. Ein ähnliches weißes Auto fährt zu diesem Zeitpunkt James McClish. Er lebt nur etwa 10 Minuten von dem Ort, an dem Lauren verschwunden ist, entfernt und wurde 2011 gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, wo er eine Haftstrafe wegen eines Angriffs auf seine Ex-Frau verbüßte. Ein Privatdetektiv erhält zu James McClish sogar einen konkreten Tipp. Eine Frau habe sich gemeldet und gesagt, James habe ihr gegenüber merkwürdige Andeutungen zum Thema Lauren Spira gemacht. Er habe etwas Ähnliches gesagt wie: Du weißt doch, was mit Lauren passiert ist. Etwas Ähnliches könnte dir auch zustoßen. Die Frau behauptet auch, James habe Lauren ermordet und ihre Leiche dann auf einer Farm im Süden Indianas vergraben. Infolge der Anschuldigung unterzieht James sich sofort freiwillig eines Lügendetektortests. Während diese bei uns in Deutschland kaum noch als Indikator genutzt werden, gilt diese Praxis in Teilen der USA noch immer als verlässlich. James beantwortet alle Fragen hinsichtlich Lauren ruhig und sachlich und bestreitet, irgendetwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Sowohl der Privatdetektiv als auch ein anwesender ehemaliger Polizeiofficer kommen zu dem Schluss, dass James McClish tatsächlich nicht für das Verschwinden von Lauren Spira verantwortlich sei. Was den weißen Truck betrifft, der gefilmt wurde, so gibt es bis heute keine gesicherte Erkenntnis darüber, wem dieser gehört und ob er nicht vielleicht doch im Zusammenhang mit Laurens Verschwinden stehen könnte. Der Insasse eines Gefängnisses in Indiana behauptet, sein Mithäftling Corey Hammersley habe ihm erzählt, er habe etwas mit dem Verschwinden von Lauren Spira zu tun. Die beiden hätten in einem Gemeinschaftsraum miteinander Karten gespielt, als Laurens Foto im Fernsehen gezeigt wurde. Corey habe daraufhin gesagt, er wisse, wer für ihr Verschwinden verantwortlich sei. Weiter habe er erzählt, Lauren sei auf einer Hausparty mit nicht weiter genannten Studenten gestorben. Sie habe nach dem Konsum von Ecstasy eine Überdosis gehabt. Daraufhin sei die Studentengruppe überfordert gewesen und habe ihren leblosen Körper in den Ohio River geworfen. Tatsächlich hat Corey Hammersley Verbindungen zur Drogenszene Bloomingtons. In der Stadt, in der auch Lauren Spira verschwand, weil er auch festgenommen worden, nachdem er unter Drogeneinfluss auf Polizeibeamte geschossen haben soll. Auf Nachfrage soll jedoch auch Corey bestritten haben, in irgendeiner Weise mit dem Fall Lauren Spira zu tun zu haben. Abgesehen von der Aussage seines Mitinsassen gibt es dafür keine bekannten Anhaltspunkte. Da die Polizei diese Spur öffentlich nicht weiter verfolgt hat, kann man wohl davon ausgehen, dass auch Corey Hammersley als Täter nicht in Frage kommt. Am 24. April 2015 steigt Hannah Wilson in ein Taxi. Wie Lauren studiert sie an der Indiana University. Es ist das letzte Mal, dass die 22-Jährige gesehen wird. Auch sie möchte in der Nacht vom 23. auf den 24. April die Kilroy Sports Bar mit zwei Freunden besuchen.
Doch dort angekommen befinden ihre beiden Begleiter, dass Hannah schon zu betrunken sei, um noch in die Bar zu gehen. Die beiden setzen sie kurzerhand entgegen ihrer Proteste in ein Taxi, damit sie nach Hause fahren kann. Der Taxifahrer setzt sie in der Nähe ihrer Wohnung ab und sieht noch, wie sie sich zwischen parkenden Autos hindurchschlängelt. Etwa eine Viertelstunde, nachdem ihre Freunde sie in das Taxi gebracht haben, ruft sie noch einen von ihnen an, doch in der lauten Bar hört er seinen Handyklingelton nicht. Ungefähr zur gleichen Zeit hört ihre Mitbewohnerin, wie jemand die Wohnungstür öffnet. Hannas Handtasche und ihr Handy werden später auf ihrem Bett gefunden. Was genau dann passiert ist, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Denn am Morgen ist Hannah nicht mehr im Apartment. Noch am 24. April 2015 wird Hannas Leiche gefunden. Daneben liegt das Handy ihres Mörders, Daniel Messel. Als die Polizei auf dem Grundstück des damals 50-jährigen Mannes eintrifft, hält er gerade einen Müllsack voller blutiger Männerkleidung in der Hand. In seinem Auto werden weitere Blutspuren gefunden. Zunächst gibt Messel zu, Hannah Wilson in dieser Nacht zwar getroffen zu haben, jedoch habe er sie nicht ermordet. Später bekennt er sich schuldig und wird wegen des Mordes an Hannah Wilson verurteilt. Dieser traurige Mordfall weist einige Parallelen zum Fall Lauren Spearer auf. Wie auch Lauren war Hannah im betrunkenen Zustand allein in der Nacht unterwegs. Noch dazu haben beide am Abend ihres Verschwindens die Kilroy Sportsbar besucht. Daniel Messel wohnte bis zu seiner Verhaftung in Bloomington und dürfte sich in der Gegend gut ausgekannt haben. Und es gibt noch ein weiteres Urteil gegen Daniel Messel. Im Dezember 2012 soll er eine damals 22 Jahre alte Studentin der Indiana University in sein Auto gelockt haben. Dort hat er sie dann geschlagen und sexuell missbraucht, bis die junge Frau sich befreien und in einem nahegelegenen Krankenhaus Hilfe holen konnte. Er soll außerdem 5 weitere Frauen belästigt haben. Das klingt alles schon sehr vielversprechend. Doch auch diese Theorie hat einen Haken. Ihr fehlt ein stabiles Fundament. Zwar passen Daniel Messels bekannte Straftaten zu dem Fall Lauren Spearer, doch bis heute ist nicht bekannt, ob es wahrhaftige Indizien oder Beweise für eine mögliche Schuld Messels gegeben hat. Juristisch wurde ihm eine Beteiligung am Verschwinden von Lauren nie vorgeworfen, auch wenn viele dies nach wie vor für möglich halten. Doch neben Daniel Messel gibt es noch einen weiteren Serientäter, der zunehmend mit Lauren Spearer in Verbindung gebracht wird. Zwischen 2001 und 2012 hat der US-amerikanische Serienmörder Israel Keyes nachweislich 3 Menschen ermordet. Die Polizei geht jedoch von bis zu 8 weiteren Opfern aus. Befragen kann man Israel Keyes zum Fall Lauren Spearer heute nicht mehr. Nach seiner Festnahme 2012 gelang es ihm, eine scharfe Klinge ins Gefängnis zu schmuggeln und sich umzubringen. Unter seinem Zellenbett hinterließ er aber ein Rätsel, das Ermittler bis heute nicht lösen konnten. Denn dort finden Gefängniswärter einen Stapel Papiere. Auf jedem davon, 11 sind es insgesamt, hat Israel Keyes einen Totenschädel gemalt, mit seinem eigenen Blut. Unter einem der Schädel steht "We are one", wir sind eins. Aufgrund der Zeichnung vermutet die Polizei, dass Keyes insgesamt 11 Menschen ermordet haben könnte. Bei der Auswahl seiner Opfer folgte Keyes keinem bestimmten Muster. In mindestens 4 US-Bundesstaaten versteckte er an entlegenen Plätzen Plastikcontainer, die er seine Kill Cages nannte. Darin befanden sich unter anderem eine Schusswaffe, ein Schalldämpfer, Munition und Kabelbinder. Er soll sich einen Spaß daraus gemacht haben, der Polizei vor Augen zu halten, dass sie noch immer nicht alle seine Taten kennen würden. Während einer Befragung soll er gesagt haben, die Informationen, die ich noch habe, könnten praktisch für euch sein. Um den Rahmen nicht zu sprengen, werde ich an dieser Stelle etwas abkürzen. Solltet ihr aber ein volles Video über Israel Keyes, seine Taten und Motive haben wollen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Keyes, der aus Utah stammte, reiste für seine Morde durch die gesamten Vereinigten Staaten. Am Abend des 2. Juni 2011 soll Keyes in einem Passagierflugzeug in Chicago gelandet sein. Chicago liegt etwa 3 Stunden von Indiana entfernt. Tatsächlich sei Keyes an diesem Tag auch nach Indiana gefahren, wo seine Mutter lebt. Wiederum etwa 3 Stunden von Bloomington, wo Lauren verschwand, entfernt. Inwieweit Zusammenhänge zwischen Israel Keyes und Lauren Spearer von den Ermittlern überprüft worden sind, ist leider nicht bekannt. Mehr noch als im Fall Daniel Messel ist hier zu betonen, dass die Theorie, Israel Keyes könnte Lauren ermordet haben, nur auf seinem Täterprofil basiert. Doch gerade Keyes Unberechenbarkeit hinsichtlich Opfer und Ortswahl macht sie so interessant.
Der Vollständigkeit halber möchte ich zuletzt auf eine Theorie eingehen, die nicht aus Ermittlungskreisen, sondern von der Online-Plattform TikTok stammt. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass das keine seriöse Quelle für Neuigkeiten ist. Jedoch hat diese Theorie so hohe Wellen geschlagen, dass sich sogar Laurens Mutter Charlene öffentlich dazu geäußert und die Angaben an die Polizei weitergegeben hat. Einige Nutzer glaubten, Lauren Spear auf einer Online-Casino-Seite wiederentdeckt zu haben. Die Seite Roulette ist in den USA gesperrt. Dort kann man live via Videochat verschiedene Kartenspiele mit Frauen spielen. Einige von ihnen sehen übermüdet und ungesund aus. Teilweise werden sie sogar während der Livestreams ohnmächtig. Einige Nutzer wollen Lauren in einer der Frauen wiedererkannt haben. Ein Clip auf TikTok, der diese Theorie behandelt, ging viral und erreichte so auch Charlene Spear. Da sie die Mutmaßung aus dem Clip bereits 2021 an die Polizei weitergegeben hat, ist wohl davon auszugehen, dass an der Vermutung, Lauren könnte vom Betreiber der Seite festgehalten werden, nichts dran ist. Da diese Theorie kurzzeitig derart populär war, wollte ich sie an dieser Stelle dennoch erwähnen. Und das ist tatsächlich auch die letzte Theorie im Fall Lauren Spear. Sollte ich irgendwelche wichtigen Theorien vergessen haben, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Und so vielfältig die Theorien auch sein mögen, gab es zu keinem Zeitpunkt Vermutungen, die fundiert genug gewesen wären, um jemanden offiziell zu verdächtigen. Noch dazu ist der Fall Lauren Spear eigentlich besonders gut dokumentiert. Es gibt viele Überwachungsaufnahmen und Zeugenaussagen. Dennoch konnte die junge Studentin vor mehr als 11 Jahren absolut spurlos inmitten einer Studentenstadt verschwinden. Bis heute sind bei der Polizei mehr als 36.000 Hinweise im vermissten Fall Lauren Spear eingegangen. Noch immer gibt es hin und wieder neue Tipps oder Durchsuchungen im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden. Und nicht nur die Polizei, auch Rob und Charlene Spear sowie ihre ältere Tochter Rebecca geben die Suche nach Lauren bis heute nicht auf. Immer wieder wird die Facebook-Seite geupdatet, die ihre Eltern unter anderem nach ihrem Verschwinden angelegt haben. Zu Anlässen wie Geburtstag, dem Jahrestag von Laurens Verschwinden oder anderen Gegebenheiten wendet sich die Familie Spear entweder direkt an die Community oder an ihre vermisste Tochter. Am 17. Januar 2023, Laurens 33. Geburtstag, schreibt ihre Mutter: Dein Dad, Rebecca und ich begegnen diesem Tag alle auf eine eigene Weise. Was mich betrifft, erfüllt mich eine schwächende Traurigkeit. Dieser Tag wird für mich von denen überschattet, die verantwortlich dafür sind, dass du nicht hier bist. Sie gehen Hand in Hand mit dir und erinnern daran, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Und wie augenblicklich ein Leben hemmungslos und unwiderruflich genommen werden kann. Du bist immer in meinen Gedanken und in meinem Herzen. Vielleicht wird im nächsten Jahr die Gerechtigkeit anstelle des Bösen Hand in Hand mit dir gehen. Ich feiere dich heute, Lauren, so gut ich's kann. Du sollst wissen, dass Dad, Rebecca und ich dich mehr lieben, als Worte es beschreiben können. Du wirst vermisst. Für immer in Liebe, deine Mom. Wie immer freue ich mich auch bei diesem Video auf eure Kommentare. Was denkt ihr? Was könnte mit Lauren Spear geschehen sein? Ich bin sicher, dass die vielen verschiedenen Ansätze wieder einmal für eine spannende Diskussion sorgen werden. Auch über ein Like freue ich mich. Und wie gewohnt möchte ich euch gerne noch einmal daran erinnern, die Glocke zu aktivieren. Ich weiß, es ist ein wenig nervig, das immer wieder zu hören, aber so werdet ihr nach Erscheinen des neuen Videos sofort benachrichtigt. Und dadurch stellt ihr nicht nur sicher, keinen Upload mehr zu verpassen, sondern unterstützt Insolito auch enorm. Denn so ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass viel Interaktion auf dem Video stattfindet und das Video so in den YouTube-Algorithmus gespült wird. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zukommen. Bis zum nächsten Video. Ciao.